Ahoi Leute, willkommen zurück zu Let's Play. Ich hab den Namen von dem Spiel vergessen. Bioshock Remastered, cool. Ich habe jetzt mal das Spiel. Ne, hab ich nicht. Ich hab. Warte, ich mach mal Lautstärke gesamt einhör. Kirche gesagt, es wird ein bisschen zu leise im Spiel. Im Titelscreen ist halt so ganz viel komischer Hintergrund. Und ich habe mal so einen Kompressor angemacht. Ich habe keine Ahnung, was da genommen hat. Aber Kirche gesagt, hey, mach mal den Kompressor an. Hört sich besser an. Dann gucke ich jetzt mal, wie es sich anhört. Ich soll nicht so schnell reden, deshalb rede ich es mal ein bisschen langsam. Kaschmir-Restaurant. Hallo? Ibims? Oh, ja. Nicht. Gut, wir haben noch eine Kugel. Au! Puh. So, ich habe keine Ahnung. Hallöchen, wieso heißt du so viel aus auf einmal? Pistole und dann nimm noch mit. Hä, danke. Ich höre hier irgendwas, glaube ich, oder? Ich muss mal gucken, ob ich zu laut bin oder nicht. Also, am besten ist hier nochmal drunter eine Soundangabe, weil. Also komm da raus, hör mit der Scheiße. Wer bist du? Du bist doch so ein kleiner Little Sister, oder nicht? Ich glaube, ich kann hier keinen anrufen. Ich bin jetzt ehrlich gesagt nicht so ein Fan von solchen Szenen. Das gefällt mir. Da ist doch safe einer drin, oder nicht? Scheißhaus ist? Ich heiße zwar nicht Shakespeare, aber ich versuche hier ein anständiges Theater zu führen. Die Arbeiter aus Port Neptune kommen hierher und erwarten sich ein bisschen Ablenkung und Unterhaltung. Aber sie können an nichts anderes denken als an den Gestank, der aus deiner Kloschüssel kommt. Bring das in Ordnung. Ach Gott. Ich wusste, dass das so einer rauskommt, aber ich habe mich trotzdem erschreckt noch. Okay, da war keiner. Gut. Aber den Schatten habt ihr auch gesehen, ne? Ich bin nicht geistig zurückgeblieben, oder? Oh Gott, ey. Ist doch gerade wieder schon ein bisschen dunkel draußen. Wir haben es, glaube ich, gerade 10:30. Das wird laut bestimmt. Das war mein Handy und mein Messer, was ich da auffallen lassen habe. Ich weiß gar nicht, wie lang soll. Wahrscheinlich in die Richtung, wo mich der Fall hinführt, ne? Ja. Aber wir gucken erstmal, was wir hier finden. Ja, flackern ist. Falls ihr epileptisch haben wollt, guckt er weiter hin. Oh Gott, ey. Ich glaube, ich sterbe gleich. Okay, ich glaube, da ist niemand drin. Gott, diese ganzen Geräusche, ey. Gut, ich habe geraucht, das war nicht so gut. Zigaretten, na, nochmal rauchen. Jo, alles weghauen hier, damit wir ein bisschen Eve sammeln. Gut, ich glaube, die Stimmen bei noch ein bisschen lauter, weil die sind sehr leise in meinem PC.
Pegel aus. Aber wie gesagt, ihr könnt auch noch gerne in die Kommentare schreiben, wie sich das anhört. Am besten mit Zeitangabe, wenn ich was verändere, dass ihr dann weiß, dass das sich da besser angehört hat. Oder schlechter. Hier schon wieder Schritte irgendwo. Bringen mir die Dollar überhaupt irgendwas? Jetzt tritt doch nicht alles kaputt, ey. Wollen wir uns noch kurz voll? Das sieht ein bisschen ekelhaft aus. Wenn du eins Beißer im Wasser siehst, verpass ihm eins mit dem Elektroboard. Toaster in die Erwanne. Habe ich das Achievement gerade bekommen? Das seht ihr nicht, weil das OBS nicht auch, ne? Und Splice sind einfach Drogenjunkies, wie es aussieht. Ja! Oh Gott! Scheiße, Mann! Scheiße, Mann! Die, vor allem, weil diese Stimme so ein bisschen so verzerrt war, weil das irgendwie so schlechte Audioqualität ist. Ich habe mich gerade so tot erschreckt, ey. Aber von hier kam ich gut. Oder? Ja, ich glaube. Ja, stimmt, hier war diese komische Dings, die ich so toll fand. Die Vogelmann-Maske. Wir müssen wahrscheinlich durchs Scheiß auslaufen. Okay. Der fällt auf Verkaufsautomat, okay. Drück P, um das Spiel zu speichern. Okay. Gut, wir haben jetzt noch einen halben Part erst. Okay, mit dem Geld können wir anscheinend bestimmt was kaufen, weil das ein defekter Verkaufsautomat. Und im Bioshock Infinite konnte man auch Sachen kaufen an so Automaten, glaube ich. War sogar recht nützlich, das zu kaufen. Wieder voll besoffen, ey. Sehr gut. Hallo. Ja, du wirst automatisch aktiviert. Die sind alle so richtig creepy hier drauf. RIP. Ist das ein toter Big Daddy? Haben die es geschafft, einen umzubringen? Nicht schlecht. Muss man manchmal loben, ne? Okay, diese komischen Teile, da gehen die Little Sisters, glaube ich, rein. Wir haben die ja mal gesehen, also ich weiß nicht, ob die reingehen. Ich glaube,
Sie haben ja gesehen, dass sie da drin dich böse angucken und so ein Quatsch, ne? Gucken wir mal, ne? So, die habe ich ja getötet. Der Big Daddy ist aber ganz schön klein. Lass mir den Scheiß wegpacken, nicht, dass ich mich gleich aussehen, selber zu Tode schocke. Hallo? Will ich hier runter wirklich? Ich glaube schon. Hallo? Was ist das für ein Klo? Wurden über die Türen rausgerissen oder was? Ich habe schon volle Dingskästen. Ich könnte mich nochmal heilen, theoretisch, aber lohnt sich es ehrlich gesagt nicht so. Good morning, Rap. Sicherheitsalarm ausgelöst. Ich sehe einen Schatten. Was ist da explodiert? Ionischer Schrot, was? Okay. Ich glaube, wenn zu viele Leichen da sind, die spawnen, die werden zu irgendwie Kassetten oder so hieß das. Das ist irgendwie so ein komischen Behältnis. Aber ich bin mir nicht sicher. Oh Gott, die sollten nicht immer die ganze. Oh Gott, ey. Wenn besoffen ist, nicht mit einer Pistole rumhanteln, ist keine gute Idee, glaube ich. Hallo? Oh Gott, du sitzt in der Falle. Ich versuche die Verriegelung von hier aus zu knacken. Achtung, ich werde schon. Für mich selbst? Ich will dir mal was sagen. Rapture ist kein versunkenes Schiff, das ihr plündern könnt. Und Andrew Ryan ist kein alberner Salonlöwe, der nach der Pfeife irgendeiner Regierung tanzt. Das war's. Auf Wiedersehen. Oder Dos Vidanje. Was immer dir lieber ist. Nein. Huh, geschafft. Easy peasy. Drücke M, um dein Ziel und die Karte zu sehen. Du kannst dir auch einen Tipp holen, falls du nicht weiterkommst. Ja, das werde ich aber schaffen, denke ich. Sagte er und musste unbedingt nach irgendwelchen Sachen suchen, nach Tipps suchen. Willkommen, Rapture abgeschlossen. Okay. König von Rapture. Such jetzt den Notzugang. Mach schon. Zirkus der Werte. Ich weiß nicht. Ich glaube, wir kaufen erstmal nichts. Wir haben erstmal noch. Gehackte Sicherheitsbots sind auf deiner Seite und greifen Feinde an. Hacken. Finde. Oh Gott, hör auf, wenn mich Musik. Geräusche mit daran zu machen. Das, stört meine Concentration. Finde Rohrsegmente, in denen du verborgene Platten aufdeckst. Nimm
Rohre auf und ersetze sie, um Verbindung herzustellen. Leite die metallische Flüssigkeit zum Ausgangsrohr der neuen Stromtechnik. Okay. Hackt sich jetzt passend auf deiner Seite und greift an. Ein erfolgreicher Hack ist sicher als Pod gehackt. Okay, 2 Achievements bekommen. Viel Spaß, Bot. Gönn dir ruhig. Also der Pistolenzaun hört sich nicht so gut an, finde ich. Komm mit, kleines Tier. Wir gehen Sachen erkunden. Studienjahre. War ich überhaupt ein Chirurg, bevor ich Ihnen begegnet bin? Wir haben mit unseren Skalpellen und unserer billigen Moral rumgefuchtelt. Ja, natürlich haben wir das ein oder andere Geschwür entfernt, aber haben wir irgendetwas bewirkt? Nein. Doch mit Adam wird alles möglich. Ryan hat uns von der falschen Ethik, die uns so lange behindert hat, befreit. Verändere dein Aussehen, dein Geschlecht, deine Rasse. Du allein entscheidest, was du sein willst. Niemand anders. Okay. Dr. Steinman sagt, dass ich heute entlassen werde. Ryan hat mich seit dem Neujahrsangriff nicht mehr besucht. Kein einziges Mal. Dr. Steinman war dafür sehr aufmerksam. Er hat mir gesagt, dass er mich wieder hinbekommt, sobald das Narbengewebe verschwunden ist. Er macht mich zum schönsten Mädchen auf der Welt. Er ist ganz süß und so sehr an meinem Fall interessiert. Okay. Gut, also hier wird die Geschichte von ein paar Leuten erzählt. Ich weiß nicht, wie fair ich dazu hören werde. Drück mal drauf, ne? Wahrscheinlich ist er auch ein Splicer oder was? Hol dir Steinmans Schlüssel. Oh. Oh. Jetzt hast du schlafende Hunde geweckt. Da kommen sie. Au! Oh. Bot, hilf mir! Okay, kurz mal geheilt. Also der Sound hört sich echt komisch an, muss ich sagen. Es war eine vergnügliche Nacht. Hey Mary, gehst du zu dem großen Spiel heute Abend? Ich habe gehört, dass die Ryans Raiders spielen. Auf keinen Fall, Jim. Es ist zu gefährlich. Hast du nichts gehört? Atlas Banditen sind überall. Augenblick mal, ja? Denk an die... Hört Jim nicht mehr Atlas? Okay, gut. Ist sei so nervig, oh komm mit. Sie haben mir Schönheit versprochen. Steinman! Ich sollte wunderschön
Bist du nicht mal so hübsch, ne? Cool. Dann würde ich aber sagen, diese Stelle bin ich im Part. Und dann hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.